Okay. Gut, ja, dann starten wir. Dann starten wir. Also, da wir ja jetzt im Weltall unterwegs sind und nicht mehr auf der Erde, haben wir auch eine Perspektive weit weg von dem, was hier die Realität zu sein scheint auf der Erde. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um einen Überblick zu haben und sich nicht verrückt zu machen, sich nicht zu identifizieren, zu sehen, man ist jenseits außerhalb davon und von nichts wirklich tangiert, was nicht heißt, dass man komplett unsensibel ist. Im Gegenteil, mehr Mitgefühl als denkbar oder erfahrbar für die meisten, für eigentlich alles. Und viel Freude auch an allem, weil im Hintergrund immer diese wahre Identität lauert, die, wenn man sich auf sie besinnt, dann auch in uns Freude auslöst. Das merkt man vielleicht nicht unbedingt sofort zu Beginn der Öffnung oder der Orientierung dorthin, aber mit der Zeit, mit ein wenig Geduld und Ausdauer, setzt sich das durch. Und was setzt sich dann durch? Na, die Stille, die dann mehr wiegt als das Denken. Und wann immer die Stille gewinnt und das Denken nicht ist, ist Glückseligkeit. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein, heute Abend hier im Satsang bei JetzTV live mit Bela. Und im Hintergrund lauert immer Devasetu, um zu schauen, ob wir alles richtig machen. Also willkommen zum Satsang. Ja, die ersten Fragen sind auch schon da. Cool. Und zwar Naro schreibt: Hi Moni, ist das scheinbare Erwachen ein Selbstläufer, welches man nicht verhindern oder beschleunigen kann? Liebe Grüße. Ja, das ist wahr. Das läuft nach eigenen Gesetzen in der Öffnung, in der Weise, wie das jeweilige System erlaubt. Zeigen sich die Qualitäten oder zeigen sich auch die Defizite. Und wenn dann dort angelegt ist, dass ein Interesse an der Wahrheit besteht, dann wird sich das auch irgendwann mal enthüllen, in welcher Form auch immer. Aber unabhängig von dem, was man möchte oder nicht möchte. Aber das, was man möchte, ist oft das, was auch angelegt ist und auch passieren kann. Im Grunde genommen ist es aus der Sicht einer Persönlichkeit so, dass sie einfach aus ihrer Sicht sich losgelöst sieht, beziehungsweise nicht verwirklicht sieht und dafür dann alles tun muss, weil sie ja der Ansicht ist, dass sie alles Mögliche bestimmt und auch dann tun muss. Also aus der Sicht sieht es so aus, dass es kein Selbstläufer ist, aber in Wirklichkeit bestimmt und handelt ja niemand, weil es auch niemanden gibt, der das könnte. Insofern ist das, wie du richtig sagst, lange Antwort. Ein Selbstläufer. Nicht, dass es selbst läuft. Das nicht. Das kann ja nicht laufen. Martin schreibt: Hallo Moni, ihr spricht scheinbar alle vom Gleichen und doch haben viele Sprecher hier unterschiedliche Ansichten. Der eine spricht von Gott, der andere sagt, es gibt keinen. Woher kommen die unterschiedlichen Ansichten? Im besten Falle von den eigenen Erfahrungen, sodass man dann weiß, was man weshalb zum Ausdruck bringt. Da kommen sie her. Manche Ansichten kommen daher, dass man einfach in der Tradition bewandert ist und dann alles, was einem passiert im Hinblick auf Befreiung, in diese Kategorien einordnet, die man schon kennt. Wenn man wirklich selbst erforscht, welche Konzepte auch immer vorher da gewesen sind, dann zeigt sich der eigene Zugang, den man dazu hat. Und das ist immer eine eigene Form, die von dem persönlichen Ausdruck abhängig ist, wie dieser Zugang aussieht. Sowohl zur Freiheit selbst als auch zur Interpretation davon. Insofern sollte man immer für sich selber schauen, was für einen selbst die Wahrheit ist, im besten Falle, oder eben schaut, welche Resonanz in einem selber
anklingt zu was auch immer. Aber am besten ist es immer zu schauen, sich zu hinterfragen, die Wahrheit zu hinterfragen, die Wahrheit, so wie sie andere lehren, zu hinterfragen, um selbst zu einem Bild zu kommen, was dann stimmt für einen selbst und wozu man vor allem steht. Mr. Blue schreibt: Hallo Moni, danke für den Satsang. Gibt es ein Märchen oder eine spirituelle Geschichte, welche du empfiehlst? Ja, es gibt viele Geschichten, aber ich bin kein Geschichtenerzähler. Insofern habe ich immer Mühe damit, mich an Geschichten, die andere erzählt haben, zu erinnern. Insofern warten wir mal, vielleicht kommt eine heute Abend und dann lasse ich sie los. Vielleicht kommt keine, dann ist es auch so. Christopher schreibt: Hi Moni, wie siehst du die Bedeutung von Träumen? Sind sie relevant oder irrelevant? Liebe Grüße. Die Relevanz von Träumen ist die, dass alles, was das System tagsüber und in Jahren davor nicht verarbeitet hat, dann im Traum versucht wird zu balancieren oder wieder zu bereinigen, zu klären, aufzulösen. Und insofern haben Träume eine Relevanz, nur die Deutung davon ist problematisch, weil man selbst sehr selten den Abstand zu sich selber hat, um einen Traum so deuten zu können, wie man das am besten tut. Aber es ist aus meiner Sicht nicht notwendig, die Träume zu interpretieren, weil ja der Traum selbst dafür sorgt, dass alles in Ordnung kommt. Und wenn nicht alles in Ordnung kommt und man dann auch aufgrund dessen nicht schläft und die Träume nicht ausreichen, dann muss man schauen, welche wiederkehrenden Träume möglicherweise nach Aufklärung oder Deutung verlangen. Im besten Falle sich die Themen anzuschauen, die aufgetaucht sind und dann zu schauen, ob es da Bedarf gibt, sie anzuschauen. Aber ich halte nichts davon, sein Leben auf Träumen aufzubauen. Prinzipiell nicht. Und auch nicht auf der Interpretation von Träumen, aus denen man dann doch gerne das rausliest, was man gerne rausliest. Ob das jetzt positiv ist oder von Nachteil, spielt keine Rolle. Wir leben ja schon hier in einem Traum und dann nochmal im Traum und nochmal im Traum. Und dann haben wir ja noch das Unterbewusstsein, was auch wieder eine Ebene ist, zu der wir keinen Zugang haben. Dann haben wir die Astralebenen, zu denen wir auch kaum, also die meisten jedenfalls nicht, bewussten Zugang haben, aber in denen sich auch eben viele Anteile von unserem Ausdruck abspielen. Und dann ist es ganz gut, das zu reduzieren auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist immer zu schauen, wo ist die Aufmerksamkeit und sie am besten dort zu haben, wo Freiheit ist von allen Geschichten, allen Interpretationen. Also dem ganzen Traum hier, denn wir leben ja in einer Traumwelt. Es ist ja nicht wirklich die Wirklichkeit. Also interpretiere lieber diese relative Wirklichkeit hier, anstatt noch dich in Träumen zu verlieren. Martin schreibt: Würdest du sagen, dass Beten hilft? Wenn man versteht, im besten Falle, aber ja, nicht unbedingt, nur im besten Falle, dass man eben, wenn man betet, etwas will und je stärker man es will, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch passiert, weil das bedeutet, man ist eingestimmt in das Universum und das muss ja die ganzen Wünsche erfüllen, beziehungsweise bedeutet ein starker Wunsch, dass es möglicherweise ansteht und du dann die Idee hast, dass du dir das wünschen solltest. Also das ist nicht ganz so einfach nach dem Motto, ich wünsche mir was und dann passiert's. So sieht es normalerweise nicht aus. Und am besten bist du natürlich, auch wenn du an eine andere Instanz betest, außer an dich selbst, wenn du davon überzeugt bist, warum nicht, dann bete zu der.
das Gute beim Beten ist, dass du damit die Verantwortung von dir selbst nach außen verlagerst, also von dir weg, von der Idee weg, ich mache das alles, bestimme das alles, sondern eher dann in dem Bewusstsein, es ist eine Qualität am Wirken in diesem Universum, die intelligenter ist, die klüger ist, weiser ist, praktischer orientiert ist als ich selbst. Und das ist die Resonanz, das Bewusstsein als Resonanz. Und das ist eine gute Haltung, prinzipiell. Also das ist die gute Haltung im Beten. Aber wenn du denkst, dass jemand anderes etwas für dich macht, dann bist du natürlich auf dem Holzweg oder auf dem Betweg. Niemand macht hier was für dich. Da gibt es keine Instanz, die das tut, die gottgleich ist, woher ja auch die Idee kommt, zu beten. Also wiederholst gern nochmal, wenn du verstehst, dass dieses Gebet eine Orientierung zu dir selbst ist. Also du, als du etwas willst, was sich am besten durch dich selbst aus deinem Innersten erfüllt, dann liegst du richtig und dann macht es auch wirklich Sinn. Warum nicht das zu verlangen, was für dich wertvoll ist, inklusive der Freiheit? Sunny schreibt, welche Instanz träumt eigentlich? Gibt es überhaupt einen Träumer? Nein, es gibt keinen Träumer, aber das Bewusstsein macht auch das, weil es gerne voll beschäftigt sein möchte, übernimmt es auch die Träume. Mr. Blue schreibt, du hast in einem Satsang gesagt, dass die Sinne auf dem spirituellen Weg geschärft werden, zum Beispiel der Geruchssinn. Die Wissenschaft weiß heutzutage nur wenig über den Geruchssinn. Woher kommt das Sprichwort, ich kann jemanden nicht riechen? Ja, weil eben dieser Sinn dir vermittelt, die Resonanz ist nicht gerade die, die euch dann zusammenführen wird, sondern auseinandertreiben. Und das ist oft so, wenn gespürt wird, dass eine Beziehung zu Ende geht, dass man dann plötzlich den Partner, dem man vorher gerne nahe sein wollte, nicht mehr nahe sein will, nicht mehr kann. Das heißt, es hat sich die Chemie verändert. Und die Ausstrahlung eines Menschen ist auch davon abhängig, wie das Energiefeld beschaffen ist, also welche Frequenz es hat und wovon sich ernährt, welche Gedanken da sind, welche Gefühle da sind. Das hat alles eine Wirkung und wirkt sich auch auf den Geruchssinn aus. Nicht nur auf das Sehen, das Hören, das Verstehen, sondern auch auf den. Also das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du jemanden sehr gerne, sehr gut nahe sein kannst, dass die Chemie stimmt. Chemie jetzt in Anführungsstrichen. Also dass da eine gegenseitige Öffnung ist. Haben wir schon frei? Nein. Also es ist keine Frage, aber Michaela sagt guten Abend zusammen und Christopher schreibt Danke. Und jetzt ist eine Frage gekommen oder eine Bemerkung. Die Gisela schreibt, die Wahrheit, die ich in Wirklichkeit bin, ist ja nicht ausgedacht. Ist nicht ausgedacht. Das war alles ein Kommentar. Ja. Nein, das ist ja, ist ja die Realität, die immer schon ist und die ist schon vor der Erscheinung im Sinne von immer jenseits davon. Natürlich nicht zeitlich vor der Erscheinung, aber immer schon. Und ja, insofern
Wer kann sie sich schon ausdenken? Das heißt also, der Mensch, der ja eine Erscheinung ist in der Zeit und irgendwann mal aufgetaucht ist, davor nicht war, wie kann der sich die Realität ausdenken? Natürlich kann er so tun, als gäbe es eine, kann sich alle möglichen Realitäten ausdenken, aber die Realität selbst wird ja nicht erdacht, sie ist einfach. Immer schon. Sodass niemand sie hat erdenken können, weil sie schon bevor irgendjemand existierte oder irgendwas existierte, schon war. Oder besser gesagt, schon ist. Weil in der Qualität gibt es ja nicht wirklich eine Vergangenheit, sondern nur das unmittelbare Sofort. Wir könnten, um auf die Frage, die jetzt eben am Ende gestellt wurde, inwieweit die Realität erdacht ist, kann man das zu dieser Illusion sagen. Illusion ist praktisch wie ein Gedanke, eine Energie, eine Begierde auch, Energie, die sich dann auch wie jede Energie ausdrücken muss. Also die ist praktisch ein Erdenken von allen möglichen Ausdrucksformen. Wir sind eine davon. Und Anteile von uns, bestimmte Eigenschaften von uns sind eben auch erdachte Anteile oder projiziert, was im Prinzip dasselbe ist. Projiziertes ist immer auch erdachtes. Und das Spannende ist in dieser gesamten Existenz hier, dass nichts wirklich gewollt ist, wie sie ist. Also niemand will sie, wie sie ist. Sie schaukelt sich oder schuckelt sich immer irgendwie zurecht und niemand ist da, der sagt, so soll es aussehen. Und das sprengt schon den Verstand, nachdem wir ja immer denken, dass etwas gedacht werden muss, damit anschließend etwas passiert. Aber das ist auch schon nicht so, weil wir es ja nicht denken. Auch das einfach nur passiert. Aber so ist ja unsere Vorstellung, dass wir denken, dass wir denken. Und dabei hat noch nie jemand jemals gedacht. Gisela schreibt, alles in mir fühlt sich so heiß an. Willst du sagen immer oder heute, weil du heute hier bist? Yvonne schreibt, lieber Moni, wenn ich, großgeschrieben, Pause macht, kommt es mir so fleischlich vor. Der Verstand ist ruhig, als ob es eher der natürliche Zustand ist. Ja, ich, großgeschrieben, macht nie Pause. Aber das kleine Ich, das hat gerne mal eine Pause von sich. Aber wenn dann gesagt wird, so, jetzt ist Pause, dann sagt dieses kleine Ich, nicht, aber ohne mich. Pause ja ist gut, aber ohne mich. Also, wenn dann du sagen kannst, alles ist gut, dann
macht das kleine Ich Pause. Im besten Falle für immer. Die dauerhafte Pausentaste für das Ich in der Fernbedienung der Persönlichkeit. Sunny schreibt, du sagst, dass das Bewusstsein träumt, also nicht die scheinbare Ego-Instanz bzw. der Verstand. Und wie ist Denken überhaupt möglich, wenn es keinen Denker gibt? Ja, sehr gut gesagt. Da stehe ich komplett zusammen mit dir im Regen, weil viele das ja nicht glauben. Aber es ist so, Denken findet nicht statt. Das haben wir eben auch schon gesagt. Das hat nie jemals irgendwann irgendwas gedacht. Das heißt also, das, was als Gedanke auftaucht, sind aus meiner Sicht lediglich Informationen, die auftauchen und die man dann als Gedachtes nachplappert. So, dann bedeutet es ja auch, du musst die Informationen, die in dir als sogenannte Gedanken auftauchen, am besten nicht ernst nehmen, zumindest nicht als deine Gedanken bezeichnen und danach handeln, sondern am besten einfach zu sehen, okay, da sind Infos zu mir oder zu dieser Form, wie die sich ausdrückt. Und da schaue ich, was die mir zu bieten haben, welche Infos das sind und inwieweit ich die dann auch für mich nutzen kann. Daher, das ist, was man mit Informationen tun sollte. Schauen, inwieweit sie zu dem, was man lebt, passen. Und dann verwirft man die, die nicht passen, und die, die passen, die, da schaut man, inwieweit die zu leben sind. Oder ob sie noch modifiziert werden wollen oder sollen. Aber selbst all diese Vorgänge des Aussortierens, des Bestimmens, was dann ausgewählt wird, unterliegen nicht deiner Macht. Das heißt also, die drücken sich einfach durch diese Form aus, die bestimmte Energien, Erfahrungen, Erlebnisse, Gefühle entsprechend filtert und entsprechend dann einordnet. Aber das ist alles. Also da ist eine unpersönliche Form von menschlichem Ausdruck, die auf bestimmte Dinge in einer bestimmten Weise reagiert und im besten Falle sieht, dass es nicht ihr Tun ist. Also nicht ihr Denken, nicht ihre Bestimmung und nicht ihre Handlung. Das ist das Allerbeste. Aber dann ist das System eines Menschen schon nach Freiheit orientiert, im besten Falle. Und um dann nachvollziehen zu können, so wer bin ich denn? Gibt's mich überhaupt? Und wenn ja, als was? Wenn es ein Ja denn geben sollte. Halten wir ja einfach mal jetzt zurück die Antwort darauf. Also sich selber schlau zu machen, wenn ich nicht denke, wer oder was ist dann dieses Ich, das nicht denkt und nicht handelt? Das heißt also, wir stellen nicht nur die Ausdrucksform von uns in Frage, sondern auch die Existenz. Wer oder was ist das? Durch wen oder was passiert das? Und wer hat Kenntnis davon? Wer sieht das? Wer ist sich dessen gewahr, was da sich durch diese Form ausdrückt? Und inwieweit hat's was passiert mit dem Gewahrsein zu tun? Inwieweit eben auch nicht? Was ist die Realität? Was ist die Illusion? Wenn es eine Realität gibt, muss es ja auch eine Illusion geben. Sonst hätten wir keine Realität in dem Sinne. Gibt immer auch das Gegenstück zu was auch immer.
Gisela ergänzt noch, seit Stunden und es brennt wie Feuer. Ja, wenn du nicht irgendwas gegessen hast, was dir nicht bekommt, dann gehe ich jetzt mal eher davon aus, dass das energetisch ist und dass in dir eben Anteile verbrannt werden und Feuer fühlt sich nun mal nicht kühl an. Also das ist ein prinzipiell gutes Zeichen. Das heißt, in dir ist eine Intensität im Gange, die Aspekte von dir, Anteile von dir auf der physischen Ebene verbrennt. Yvonne schreibt Danke. Saba schreibt, lieber Moni, für mich, klein geschrieben, ist es unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich ich bin. Ich werde es nicht verstehen können, oder? Beziehungsweise der Verstand hilft da wohl nicht. Nein, aber wenn du in der Frage, wer bin ich, ruhst und nicht auf eine bestimmte Antwort wartest, die das Resultat davon sein soll, dann klärt sich das mit der Zeit. Das muss nicht so verstanden werden, wie du meinst, dass es verstanden werden muss. Einfach dich dem anvertrauen, was diese Frage ist, denn du willst ja doch wissen, was wer oder was das Ich ist. Und nur du kannst es dir selbst beantworten. So, das heißt also, wenn man mit einer hohen Intensität etwas erforschen oder wissen will, dann deswegen, weil es auch zur Verfügung steht, weil es vorhanden ist. Es ist nicht so, dass du dir plötzlich ausdenkst, ich hätte gerne mal dies oder das oder wäre gerne mal dies oder das, sondern wenn diese Energie oder Qualität in dir vorhanden ist, dann drängt sie danach, auch zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar zu werden und dann tauchen in dir die dazugehörigen möglichen Wünsche auf oder Bestimmungen auf oder der Wille taucht auf. Aber das haben wir vorhin auch schon mal angeschnitten, aber jetzt noch mal anders, etwas anders erklärt. Ein bisschen anders erklärt. So, also auch bei all der Theorie, wir sitzen ja jetzt hier und was sollen wir? Wir können natürlich in Stille sitzen, aber wir haben einen Live-Chat, da geht es auch darum, Dinge zu klären. Macht das Sinn, so wie wir es hier jetzt machen? Andererseits ist es natürlich so, dass dann die Praxis ein bisschen zu kurz kommt und die Praxis gibt nun mal eben den Ausschlag dafür oder darüber, inwieweit die Wahrheit gesehen oder erkannt wurde oder inwieweit sie gelebt werden kann. Und die Antwort auf diese Frage, die du gestellt hast, ist nun mal die, sei es, öffne dich dem, was du wirklich bist, denn nur das kann zur Glückseligkeit oder Freiheit führen. Und das Verstehen kommt dann danach. Also ich habe vieles auch erst verstanden, als ich wusste, wer ich bin. Auf einmal hat es so viel Sinn gegeben, Sinn ergeben und so viel auch Nicht-Sinn ergeben. Das hatten wir eingangs heute auch als Frage. Das hat dazu geführt, dass ich einen ganz eigenen Zugang dann zu dem habe, was Wahrheit ist und viele Dinge anders sehe als andere, was die Wahrheit angeht. Also das kommt dann als Folge davon, dass du eben das bist, und dann ergibt sich das zwangsläufig. So wie der Verstand es gerne will, wird es nie verstanden werden, das ist klar. Patrick schreibt, lieber Moni, inwieweit kann man sagen, dass das Grundproblem der Ich-Idee ist, sich immer gut fühlen zu wollen? Das kann man so sagen. Sich immer gut fühlen zu wollen. Ein weiteres ist, oder das sagen wir mal so, das Grundproblem ist dieses, dass wenn man nicht weiß, wer man ist, und dann ist man eine Person, denkt eine zu sein, sagen wir es besser so, dann fühlt man sich minderwertig und hat Angst, nicht mehr zu sein. So. Und prinzipiell entstehen diese
Folgen wie Angst und Minderwert durch die ersten Erfahrungen, die man macht. Und diese Erfahrungen werden entsprechend bewertet aufgrund dessen, wie sich das, was man erlebt, in einem selber anfühlt. Das heißt, es handelt sich dann um neutrale Gefühle, angenehme und unangenehme Gefühle, diese drei Kategorien. Und prinzipiell sind wir so eingerichtet, so konstruiert, dass wir mehr auf die schönen Gefühle aus sind als auf alle anderen. Und damit ist es jetzt nicht das Grundgefühl, deswegen diese lange Erklärung, sondern eine Folge davon, dass eine sogenannte Persönlichkeit oder das Bewusstsein sich als Persönlichkeit anfängt zu identifizieren und dann eben bestimmte Vorlieben hat. Und eine davon ist natürlich, sich immer gut zu fühlen. Und wenn wir das jetzt auf die Wahrheit beziehen, heißt das, man strengt sich nur für die Wahrheit an oder investiert etwas in sie, wenn etwas dabei rauskommt. Und das ist nach den meisten Vorstellungen permanente Glückseligkeit. Und bestimmte Gefühle, bestimmte ekstatischen Gefühle in der Regel. Und da ist die Gefahr, sich natürlich in den eigenen Vorstellungen von diesen Gefühlen zu verlieren. Das ist der Nachteil davon, von diesem Prinzip, nur die guten Gefühle haben zu wollen. Also es ist besser, die Freiheit zu wollen, als abstrakten Begriff frei zu sein, nämlich heißt von der Persönlichkeit und auch den ganzen Vorlieben, wie auch gute Gefühle nur haben zu wollen, frei zu sein. Das bedeutet Freiheit. Freiheit von der Instanz, die alles so bewertet, wie es ihren Eigenschaften und ihren Erfahrungen dann entspricht. Und genau das muss transzendiert werden. Denn wenn mir jemand sagen würde, ich bin als Persönlichkeit total happy und heil und will auf keinen Fall, dass sich was verändert, dann sage ich, na gut, prima, dann mach das und lebe das so. Aber wenn das wirklich so betrachtet wird, wie man sich wirklich fühlt, dann würde das niemand sagen können, der denkt, dass er eine Persönlichkeit ist. Also das heißt, zu denken, dass man jemand ist, der man nicht ist, ist die Eintrittskarte für Leid und Unglück. Verioni das schreibt, ist es möglich, dass jemand realisiert, also durch den ganzen Prozess geht und letztlich keine Ahnung davon hat, was ihm da geschehen ist? Nein, das ist vielleicht nicht alles so erklärbar, wie wir es hier manchmal handhaben, aber prinzipiell ist gewusst, wenn Freiheit sich ausdrückt. Und das natürlich und nämlich der störendste Anteil einer Ich-Identität als nicht existent erkannt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nicht erkannt. Das weiß man. Auch wenn man sonst weiter nichts wissen muss. Muss man nicht wirklich. Wer muss schon lehren? Also das müssen ja nur die, die in sich diese Qualität haben und den Drang, das zu tun. Alle anderen können sich ja in die Höhle setzen und genießen, Freiheit genießen. Mr. Blue schreibt, ureigene Eigenschaften des Menschen sind die Ausbildung bzw. Erschaffung eines Ego und die Sensationslust. Welche weiteren Grundeigenschaften des Menschen gibt es, welche ein Erwachen verhindern? Ja, haben wir schon gesagt, die absolute Grundeigenschaft ist die eine Angst, die andere ist Minderwert. Mehr Grundeigenschaften haben wir eigentlich nicht. Alle anderen, auch von dir genannten, sortieren sich genau da ein. Also die Idee von ekstatischen Gefühlen die ganze Zeit zu haben, will nur versuchen, den Minderwert zu unterdrücken oder zu reduzieren und gleichzeitig auch die Angst, nicht mehr zu sein. Also wann immer man in einem ekstatischen Zustand ist, ist man ja nicht mehr in Not, scheinbar. Aber der Zustand ändert sich gleich in die Richtung von Not. Das geht so und nicht anders.
Verionidas schreibt Danke. Das Hauptproblem ist eigentlich dies, dass da jemand zu sein scheint, der nicht ist. Das ist das Hauptproblem. Alle anderen Probleme folgen danach. Und das kann man natürlich noch weiter ausführen, indem man dann schaut, okay, diese Instanz oder diese Idee, jemand zu sein, ist ja ein Gedanke, nämlich der Ich-Gedanke. Und damit ist das Denken in der Praxis als Folge davon, dass man denkt, dass man jemand ist, der Verhinderungsmechanismus, der festhält an dem Gedanken, ich bin jemand. Und auch da müssen wir wieder sagen, weil wir ja auch gesagt haben, Gedanken gibt es nicht. Das ist einfach eine Überzeugung und Information, nichts Gedachtes. Aber das ist nun mal auch unsere Schwierigkeit hier im Satsang, dass wir in den Begriffen uns, damit die auch klar sind und jeder sie versteht, mehr der Sprache bedienen, die allgemein angewendet wird und eigentlich eine andere Sprache her müsste, die dann eben auch in Betracht zieht, dass nicht gedacht wird, dass es also keine Gedanken gibt. Und dann muss man immer um den heißen Brei rumreden, bis man dann das sagen kann, was man eigentlich will. Das ist eine Schwierigkeit. Von daher brauchst du ein bisschen Übung. Oder das Hören von Satsangs, um dann zu wissen, worum geht's da eigentlich. Und wenn dann gesagt wird, du tu jetzt was als Hinweis, wenn jemand fragt, was soll ich denn machen, dann sagt man, tu dies oder das. Und dann im nächsten Satz sagt, naja, in Wirklichkeit kannst du ja nichts bestimmen und nichts tun. Ja. Also das muss man dann auch erstmal ein bisschen zusammenbekommen. Also die Wirklichkeit sieht so aus, dass niemand bestimmt, was er tut und dass es aber so erscheint. Und wenn jemand, dem das so erscheint, sich ausdrücken möchte, dann muss er das so tun, wie seine Überzeugung ist. Und wenn die Überzeugung die ist, ich bin Handelnder, auch wenn man das schon weiß, dass man es eigentlich nicht ist, dann muss man danach leben, bis die Idee abfällt, jemand zu sein. Und dann braucht sich niemand mehr um irgendwas zu bemühen, weder um die Freiheit noch darum, ob man jetzt Handelnder ist oder nicht. MH schreibt, familiär gab es einen Todesfall. Es berührt mich nicht wirklich, was mich irritiert. Es ist, als suche ich in mir nach Reaktionen. Da ist nichts. Es ist okay. Kannst du was dazu sagen? Naja, das, was du dazu gesagt hast, ist eigentlich alles, was man so dazu sagen kann, ohne nähere Kenntnis der Umstände. Ja, es ist, wie es ist. Vielleicht bist du ein absolut nüchterner Vertreter der menschlichen Rasse. Oder es ist eben so, dass es einfach für dich selbstverständlich ist, in deinem Erlebenshorizont, dass Menschen kommen und gehen. Und es hilft dann auch nicht, nach Gefühlen zu suchen. Entweder sie sind da oder sie sind nicht da. Und dann
Kannst du schauen, wie gesagt, ohne die Kenntnis der Umstände jetzt, wird das jetzt gesagt, was gesagt wird, kannst du schauen, ob das ein Schutz ist für dich, im Moment nicht an die Gefühle ranzukommen, weil die dich eventuell über Frauen, über Mann, übermannen könnten. Und das dann zum gegebenen Zeitpunkt doch so ist, dass dann eine Reaktion daraus kommt oder dazu kommt. Patrick schreibt: Danke, Moni. Was ist eigentlich im Kern der Unterschied zwischen sogenannten guten und sogenannten schlechten Gefühlen? Beides sind eine Art Schwingung oder Energie. Ja, hast du ja damit gesagt, das eine wird als angenehm, das andere als unangenehm empfunden. Im Prinzip ist es immer eine Energie, die entweder etwas Angenehmes in uns auslöst oder etwas Unangenehmes. Und das ist ja auch zentral für uns als Unterscheidungsmerkmal für das, was uns gut bekommt oder gut tut und was uns nicht bekommt oder eben auch nicht gut tut. Also das ist schon auch eine Orientierung, die für uns nötig ist. So, und was kann man sonst noch dazu sagen? Wir können sagen, ungute Gefühle sind Energien, die das System reduzieren oder einschrumpfen lassen und die Qualität von angenehmen Gefühlen sind die, die das System öffnen und erweitern. Und das fühlt sich eben aus dem Grund schon allein physisch, aus physischen Gründen viel angenehmer an, als sich eingeengt zu fühlen. Und im Extremfall führen gute Gefühle zur Ekstase und negative Gefühle bis hin zur Depression, also absolute Abwehr gegen bestimmte Energien. Trauma verursachend, Verletzungen verursachend und so weiter. Mr. Blue schreibt: Was ist deine Meinung zu psychoaktiven Substanzen wie LSD und Psilocybin? Können sogenannte Trips genutzt werden für die Selbsterforschung? Ja, sie können dazu genutzt werden, nur sie können den Zustand, den man durch sie erreicht, nicht halten. Also du kannst den dann nicht halten. Nach dem Einsatz davon bricht das ganze System wieder zusammen oder ist wieder da, wo es davor auch war, mit der Einsicht und möglicherweise mit einem Frust, dass es nicht mehr so ist wie in dieser Erfahrung oder eben die Freude darüber, dass es so war, dass gesehen wurde, was prinzipiell für einen Menschen als bewusste Qualität möglich ist. Man kann das nutzen, aber es ist gut, das weise zu tun, am besten unter Führung von oder mit jemandem. Und alles würde ich nicht empfehlen zu nehmen. Die zweite Substanz habe ich jetzt auch akustisch nicht verstanden, kenne ich auch nicht. Zum ersten kann ich schon was sagen, oder das, was ich jetzt sage, bezieht sich auf die erste Substanz, also dieses LSD. Gisela schreibt: Ich habe erkannt, dass ich in der Fülle bin und Freiheit ist schon. Ja, dann wärst du ja jetzt wirklich also frei. Aber wenn du dann sagst, ich bin in der Fülle, dann ist das nicht so. Denn du bist die Fülle selbst und nicht in der Fülle. Das heißt, da ist noch etwas, was sich noch von der Fülle oder dem, was du bist, getrennt sieht.
Aber es ist gut, es prinzipiell zu wissen, was eigentlich die Wahrheit ist. Und jetzt geht es nur noch um diese Kleinigkeit, sie zu realisieren. Sunny schreibt, der Traum der Trennung wird eigentlich kollektiv weitergegeben. Wer oder was hat begonnen zu träumen? Oder ist es einfach so, wenn sich das eine durch eine Körperform zeigt bzw. ausdrückt, dass das Gefühl der Trennung auftaucht? Sobald man die Kenntnis davon hat oder denkt, dass man ein persönliches Ich ist, ist man in der Trennung und das Leiden beginnt. Denn die Wirklichkeit ist die, du und scheinbar alle, scheinbar als alle, weil es gibt ja nicht alle, es gibt ja weder dich noch alle anderen. Das eine Einzige ohne das Zweite ist ja die Wahrheit. Von daher gibt es auf der Ebene dessen, was wir sind, natürlich keine Trennung. Es gibt auch auf der Ebene dessen, was wir nicht sind, keine Trennung, also auf der Ebene dieses, des Bewusstseins, das die Welt darstellt. Denn alles ist das Bewusstsein. Nur die Formen erscheinen so, als wären sie voneinander verschieden und nicht im Prinzip dasselbe. Dasselbe gilt auch, um auf die Frage nochmal von Patrick zurückzukommen, in Bezug auf die angenehmen und guten Gefühle. Denn du fragtest nach dem Kern. Der Kern ist, dass die Energie im Prinzip dieselbe ist. Das heißt also, die Polaritäten sind durch dieselbe Energie miteinander verbunden und die Energie läuft, sobald sie auf der einen Seite der Polarität erlebt, erfahren und mit Intensität noch mehr erfahren wurde, dann anschließend zur anderen Seite über. Ist also dann ein Überläufer. So, und den Traum, wie gesagt schon, warst du vielleicht noch nicht anwesend heute Abend, den hat niemand geträumt. Der Traum hier, der war immer auch schon, der ist nicht irgendwann aufgetaucht, sondern nur, hat nur verschiedene Formen angenommen. Also mal diese Form von Universum oder Nicht-Universum oder jene davon, die sich in Regionen bewegen kann, die wir nicht mit unserem Verstand erfassen, mit unserer Vorstellung erfassen können. Welche Möglichkeiten es gibt, dass ich Energie ausdrücken kann. Insofern gesehen, dass es keine Trennung gibt, nie gegeben hat, weder im Bereich der Illusion hier, auch wenn es so aussehen mag, aber wenn man genauer schaut, sieht man, das gibt es nicht. Und im Bereich unserer wahren Identität, wenn man von Bereich überhaupt sprechen kann, in der Qualität von unserer wahren Identität, gibt es natürlich ebenso alles andere als eine Trennung, weil es nur diese eine Qualität gibt. Und die andere Qualität ist ja eine Illusion, ist also nicht wirklich. So, das heißt, auch von Seiten der Illusion aus gesehen, gibt es im Prinzip keine Trennung zu der Wahrheit. Denn die Verwirklichung geschieht auf der Ebene der Illusion, dass anschließend eine Form da ist, in der Erkenntnis ist davon, es ist niemand da. Das findet in dieser Illusion hier statt. Und zwar die Kenntnis von seiner wahren Identität offenbart sich. Das heißt, es gibt zwischen dem Bewusstsein und der wahren Wirklichkeit keine Trennung. Es gibt aber auch keine Verbindung in dem Sinne. Weil wie kann eine Illusion sich mit der Realität verbinden? Das ist absolut unmöglich. So, also, dennoch, obwohl es keine Trennung gibt, kann man sich als getrennt empfinden. Und das ist nun mal eben so, dass man eben durch die Erfahrung, die man macht, in Bezug zu anderen ganz früh einfach die Erfahrung, die ist, da ist jemand im Außen, der ist nicht so wie ich. Und ich bin jemand hier, der ist nicht so wie die. Und dann die Problematik, damit zurechtzukommen mit dieser mit diesen Unterschieden, unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Energien und Gefühlen, die ausgelöst werden, ergibt sich dann, dass man sich als verschieden fühlt. Und diese Dimension von Illusion hier ist so angelegt, dass sie
auf Verschiedenheit setzt, könnten wir sagen. Also der Hauptausdruck auf allem, was sich ausdrückt, ist die Verschiedenheit, weil kein Mensch ist genauso wie jemand anders. Gibt es nicht, ist vollkommen unmöglich. Also diese Qualität hier ist auf Verschiedenheit aus und die wahre Identität kennt keine Verschiedenheit. Die ist immer mit sich selbst identisch. Das ist auch einer der grundlegenden Unterschiede von diesen Qualitäten. So, also Trennung gibt es aus der Sicht einer persönlichen Identität. Und in Wirklichkeit, wenn die transzendiert ist, wird gesehen, es hat sie nie gegeben. Aber man kann auch davor schon die Erkenntnis haben von oder die Erfahrung haben von Oneness, also eins sein mit allem. Und das betrifft aber nur die Illusion, die Ebene der Illusion, dass dann damit gesehen werden kann, dass man damit eins ist. Und dann ist schon auch klar, es ist ja keine Trennung hier. Nur ist es dann auch nur eine Erfahrung und Erfahrungen kommen und gehen. Also dann taucht wieder die Not auf, dass man versuchen will, die Trennung aufzuheben, die ja gar nicht wirklich existiert. Ja. Das nennt man menschliches Leben. Das Dilemma, sich mit Illusionen zu beschäftigen, an sie zu glauben, obwohl sie eigentlich nicht wirklich existieren. Tja. Hättest du es vorher gewusst, hättest du dich vielleicht auf dieses Leben nicht eingelassen. Aber niemand, kann das ja bestimmen, ob er als eine bestimmte Qualität hier auftaucht oder nicht. Wir sind alle sozusagen in die Existenz geworfen und haben keinen Anteil daran, kein bisschen. Gisela schreibt, ja, die Fülle bin. Das Sehen, die Fülle selbst zu sein. Ja, und auch das noch zu transzendieren, sodass das keinen Unterschied mehr gibt von Sehen und Sein. Das machen wir dann im nächsten Schritt. Mr. Blue schreibt, häufig wird von Werten und Moralvorstellungen gesprochen. Sie werden von Generation an Generation weitergegeben. Wo kommen diese her? Die kommen daher, dass man sieht, dass bestimmte Werte eine bestimmte Qualität in uns selbst zum Schwingen bringen. Also zum Beispiel niemandem was zuleide zu tun oder jemand anderen zu ehren, also nicht zu betrügen und so weiter. Das sind alles gute Eigenschaften, die dann auftauchen, wenn ein gewisser Grad von Freiheit erreicht ist und sich dann von selbst ausdrücken. Das sind keine Qualitäten, die, und das ist was so von der Gesellschaft weitergegeben wird, die von den Menschen verlangen, sie sollen oder könnten so oder so sein. Und wir sehen ja, das Verlangen ist da, auch gesellschaftlich, auf vielen Ebenen wird das verlangt, so oder so zu handeln und zu sein. Aber wer hält sich da dran? Also es ist ganz schwer und praktisch unmöglich, diese Qualitäten zu leben, ohne an einem Punkt zu sein, wo man die Person transzendiert hat, wonach dann automatisch diese Qualitäten, und nicht alle, aber die meisten davon, zum Vorschein kommen, sich ausdrücken. Also das ist sozusagen eine Folge von der Kenntnis von sich selbst, dass dann gewisse Qualitäten zum Ausdruck kommen. Davor nicht. Man kann sich dann bemühen, dann kann man mal einer bestimmten Moralvorstellung entsprechen, aber wie oft passiert das dann? Abgesehen davon, dass man ja nicht bestimmt, was man tut, sodass die Eigenschaften die Basis dafür sind, was sich durch die Form ausdrückt. Und da hast du keinerlei Zugang dazu, das zu bestimmen. Perionidas schreibt, das Bewusstsein könnte ja theoretisch gewisse Gesetzmäßigkeiten ändern, also ein Aufweichen der 3D-Härte bewirken. Warum geschieht das nicht deiner Meinung nach?
Wenn du das Bewusstsein meinst, was jetzt das hier regiert und nicht das Bewusstsein ist, was die Wirklichkeit ist, dann muss ich dir sagen, dass es so ist, dass niemand bestimmt, was er tut, auch das Bewusstsein nicht. Und das Bewusstsein ist keine moralische Instanz, die jetzt sagt, oh, den Menschen ist es aber jetzt ganz schön schwer und die leiden so. Ich sollte vielleicht die Identifikation ein wenig reduzieren, damit es ihnen besser geht. Wir haben keine Instanz, die das reflektieren oder verändern könnte. Es geschieht alles nach Energien, die hier tanzen und einen bestimmten Rhythmus haben, der nicht vorhersehbar ist. Und so sieht's aus. Also leider gibt's diese, oder auch zum Glück gibt's diese Korrekturmöglichkeit nicht, denn es ist fürchterlich, wenn es einen Gott gibt, der bestimmte Dinge bestimmt und bestimmte Wertmaßstäbe anlegt und dann entsprechend auch ein strafender Gott ist, was wir ja in vielen Religionen haben. Und das hat der Menschheit nicht gut getan. Überhaupt nicht. So, und für die Menschen ist natürlich auch ein Schrecken, wenn sie hören, sie bestimmen nichts. Dann haben sie ja schon das Gefühl, dass über sie bestimmt wird. Das ist nicht so. Niemand bestimmt über irgendjemanden. Aber die Energien, die verlangen einen bestimmten Ausdruck von uns als Mensch, vor allem wenn wir in Resonanz zu dem sind, was uns begegnet. Maike schreibt: Hallo Moni, wenn die wahre Identität erwacht, schaut sie dann der Person, die sich ja immer noch abspielt, zu? Nein, die wahre Identität kann nicht erwachen. Sie ist das Erwachen selbst, beziehungsweise ist die Basis dafür, dass ein Mensch sich als diese wahre Identität erkennen kann. Sie schaut nicht zu, sondern das Bewusstsein, das diese Form hier transzendiert, ist eine Qualität von Sehen ohne zu bewerten. Das nennt man das Gewahrsein. Das ist das, was übrig bleibt von dem Menschsein. Dass da eine Qualität ist, die einfach nur eine Informationsquelle ist. Also die sieht, was ist. Sehen heißt auch mit den Sinnen erfassen, ohne in irgendeiner Form einzugreifen. Das ist die größte Freiheit, die man als Mensch für sich erfahren kann. So, und außerhalb davon gibt es nichts, was bewertet, was passiert. Diese Bewertung geschieht lediglich durch scheinbar persönliche Ausdrucksformen, die aber in Wirklichkeit auch unpersönlich sind und das auch nicht wirklich bestimmen, was passiert. Und je nachdem, wie die Energien sich im Universum ändern, werden bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten sich in einer ganz bestimmten Weise verhalten oder sich den Energien öffnen oder widersetzen. Je nachdem, sodass es immer wieder Strömungen gibt von Anpassung der Menschheit an bestimmte Dinge und auch das Gegenteil davon, dass sich widersetzen, das Kämpfen, Revolutionen anzetteln, die dann alles über den Haufen werfen, was davor war. Und dann gibt es wieder Phasen, wo sich das in einer bestimmten neuen Weise stabilisiert und dann wird es wieder über den Haufen geworfen. So ist nun mal, wenn man die Vergangenheit betrachtet, die Erfahrung bisher. Aber wer weiß, wie das dann in Zukunft weitergeht, auch das wissen wir nicht. Aber aufgrund dessen, was sich bisher gezeigt hat, sieht es so aus, als würde eben die Kreativität, die unpersönliche Kreativität, alle möglichen Szenarien kreieren können, ohne dass da jemand ist, der das sagt, wir machen jetzt mal dies oder das, oder wir ärgern jetzt mal die Menschheit, oder wir helfen ihr. Das sind also die Träume, die, wenn man so die Literatur von vor vielen Jahren, von den Plejaden und anderen Sternenkonstellationen, Planeten gelesen hat, so nach dem Motto, wir sehen euch, wir sehen auch, wie sehr ihr kämpft und so weiter, aber es geht um die größere, höhere Bewusstwerdung und wir sind an eurer Seite, wir unterstützen euch und so weiter. Das ist alles Blödsinn. Auch wenn ich damit jetzt sicher einigen auf die Füße trete, aber ich hoffe, ihr habt sehr breite Füße und könnt das nehmen. Es ist wichtiger, in der Realität zu leben,
als Träume zu haben, dass es irgendwo jemanden im Universum gibt, der versucht, dich zu erlösen. Und du dann noch ein Auserwählter bist. Das haben wir nicht. Haben wir nicht. Patrick schreibt. Oder ich warte noch. Ah, passt schon. Vielleicht schreibt er ja auch noch. Vielleicht schreibt er noch. Dieser Wodka lässt sich so schwer einschütten. Patrick schreibt, danke Moni, du sagst, wir sind alle in die Existenz geworfen worden. Aber wenn keiner da ist, was ist dann in die Existenz geworfen worden? Ja, ein bestimmter Ausdruck, der so aussieht, als wäre es auch Patrick beispielsweise. Und das ist nun mal, ich habe es natürlich gleich gelesen aus dem, was du sagst, eben dem geschuldet, wie wir das jetzt ausdrücken, dass man eben manche Dinge so ausdrückt, wie man das flapsig in der normalen Sprache tut. Und eigentlich gut hätten wir sagen müssen, dass bestimmte Formen von Ausdruck in dieser Existenz, die die Illusion ist, geschehen. So, niemand ist irgendwo hingeworfen worden. Das nicht, aber ja, klingt ganz gut. Kann man schon mal verwenden. Was ja auch vor allem darauf hindeutet, dass man es selber nicht beschlossen hat, hier als Mensch aufzutauchen. Das ist dann aber das, was auch viele Menschen glauben. Ja, und dann finden sie sich in einer Qualität wieder, in der sie dann doch nicht damit klarkommen. Also es gibt es auch nicht, dass davor die Möglichkeit besteht zu sagen, ich will aber jetzt mal dieses Leben leben oder jenes Leben. Das gibt es nicht. Mr. Blue schreibt, was ist deine Meinung zu Leben vor und nach diesem Leben? Inkarnieren wir erneut? Wer warst du in deinem vorherigen Leben? Zum Glück muss ich das nicht beantworten, wer ich in meinem vorherigen Leben war, weil es kein vorheriges gab. Das heißt also, es gibt, wie eben schon gesagt, ja davor nicht die Möglichkeit zu bestimmen, was passiert, denn wir hätten sonst wirklich jemanden, der existiert und sich inkarniert. Dann können wir nicht mehr davon sprechen, dass es niemanden gibt, der da ist, also es kein Ich in Wirklichkeit gibt. Also es gibt keine Inkarnation für jemanden, der nicht ist. Und keine Reinkarnation von jemandem, der nicht ist. Das macht ziemlich logisch auch dann auch keinen Sinn. So, entdeckst du jemanden, wie schon vorhin gesagt, der hier inkarniert ist, dann hast du ein Problem. Dann wirst du immer, was in deinem Leben passiert, persönlich nehmen. Und das ist die Basis für Leiden. Und du wirst denken, weil du denkst, dass du existierst als jemand, dass du Angst haben musst, zu sterben. Und das färbt oft ein ganzes Leben oder für die meisten Menschen das ganze Leben, dass sie damit beschäftigt sind, der Angst zu begegnen, nicht mehr zu sein, nachdem sie vorher dachten, dass sie eben jemand sind. Das Gleiche betrifft Minderwert, wenn man unvollständig ist. Das behaupte ich, dass man das ist. Wenn man nicht weiß, wer man ist, ist man unvollständig und dann fühlt man sich von vornherein falsch. Dann hat man damit zu tun, dass das Leben nicht nur aus der Angst besteht, und ihr zu begegnen oder im besten Falle nicht zu begegnen, aber sich dauernd mit ihr zu beschäftigen, in der Abwehr davon und darin den Minderwert nicht zu begegnen, ihn zu vermeiden, zu verdrängen und so weiter. Also das, wenn das ein gutes Leben sein soll, naja, also zum Glück haben wir niemanden, der inkarniert ist. Fazit von dem Gesagten gerade. Christopher schreibt, also es ist ein zweiter Christopher diesen Abend. Hallo Moni, da jeder Mensch einzigartig ist, will das, was wir in Wahrheit sind, sich darüber auf jeweils einzigartige Weise ausdrücken? Nein, und auch nicht erfreuen. Das, was wir wirklich sind, ist nicht mit irgendwelchen Werkzeugen ausgestattet, so wie wir es sind. Also wir als das Bewusstsein in der Illusion,
mit verschiedensten Formen von Erkenntnissen oder Erfahrungen und sehen, was ist und bewerten, was ist oder wahrnehmen, was ist und diese Unterschiede, all das, das gibt es auf der Ebene oder in der Qualität nicht, die wir wirklich sind. Also, das heißt mit anderen Worten, das, was wir wirklich sind, diese wahre Identität hat keine Kenntnis von der Illusion. Aber die Illusion selbst hat Kenntnis davon, dass sie eine Illusion ist. Und das ist schon cool, dass das so ist. Und dass sie in sich aber in Wirklichkeit, also dass sie als Ausdruck hier eine Illusion ist, aber in Wirklichkeit die wahre Identität ist. Das kann aber die Wirklichkeit nicht von sich behaupten. Sie kann gar nichts behaupten. Sie ist einfach. Sie ist und auch einfach. Frag dich, wer bin ich? Und das, was du bist, muss ich dir dann ja, wenn du fragst, auch enthüllen. Und schau, was dann auftaucht in dir, wenn du dich das fragst. Und dann wirst du sehen, dass niemand da. Denn als Antwort auf die Frage ist, und das beantworte ich jetzt nicht. Schau selbst. Schau selbst. Maike schreibt, ist es ein natürlicher Prozess, in die wahre Identität zu erwachen, also dass die Persönlichkeit als leer erkannt wird? Das ist sehr natürlich, geschieht leider nicht so oft, wie es wünschenswert wäre. Ja, es ist absolut natürlich. Das Natürlicheres gibt es ja nicht, weil es ist deine Natur. Und der Begriff sagt das ja schon. Deine wahre Natur. Und als Gegensatz könnten wir sagen, die Illusion ist deine unwahre Natur. Ja. Mr. Blue schreibt, ich finde, dass du einen angenehmen Humor hast. Danke dafür. Warst du vor deinem Erwachen auch humorvoll oder hat sich dein Humor erst eingestellt nach deinem Erwachen? War davor auch schon sehr humorvoll. Nur danach wurde der Humor sanfter. Davor manchmal auch ein wenig zynisch, aber das ist schon sehr lange her. Und die Qualität davon ändert sich dann. Sofern nötig. Manche haben ja auch von vornherein einen liebevollen Humor. Ja. Also das hat sich schon geändert. Aber es ist nicht so, dass davor kein Humor vorhanden war. Das ist etwas, was ich vermute, aber nicht weiß, dass man es nicht lernen kann. Verionidas schreibt, es ist halt trotzdem so, dass die Immersion für die Menschen sehr wohl real ist. Auch wenn es eine Illusion ist, erzeugt es Leid. Wie siehst du das? Was meinst du mit Inversion? Wie ist das zu verstehen? Der Begriff sagt mir jetzt nichts. Genau, also Immersion zusammengeschrieben. Nochmal. Immer, Immer? also Immersion. Ja, Also ja. das Wort immer und To dann. be immersed in etwas heißt sozusagen auch darin aufzugehen. Also. Bitte erklär dann das nochmal, damit wir nicht uns in eine Richtung orientieren, die nicht deiner Frage entspricht. Kannst du es bitte nochmal anders formulieren? Okay, der Patrick schreibt, danke Moni. Du sagst, eine Person fühlt sich immer unvollständig. Liegt es daran, weil es sich nur als ein kleinen Teil, ein Fragment von dem tatsächlichen Ganzen, dem Unbegrenzten wahrnimmt?
Ja, so könnte man das sagen, weil eben die vollumfassende Kenntnis von sich selbst nicht der Fall ist. Das heißt also, nicht in Kontakt zu sein mit sich selbst, heißt, dass die Orientierung in eine Richtung, in der Regel in eine Richtung geht, die sich auf Objekte im Außen besinnt und bestimmte Erfahrungen, die dann ein Ersatz sein müssen dafür, dass man weiß, irgendwas stimmt nicht. Also jede menschliche Form, so wie alles im Universum, ist ja durchdrungen von dieser wahren Identität. Und das heißt, eigentlich läutet sie die ganze Zeit bei allen Menschen an und wir sagen, wir sind nicht zu Hause. Keiner da, kein Interesse. Oder wir wollen uns die Bibel nicht interpretieren lassen. Berionidas schreibt: Immersion, das Empfinden, in einer Welt völlig da zu sein und darin aufzugehen, also sich darin zu verlieren. Genau, das meinte ich auch als Deutung von Immersion, sozusagen darin zu verschwinden. Ja, Soll ich das davor noch mal vorlesen? nee, schon okay. Ja, diese Illusion, jemand zu sein, ist natürlich etwas, was dann das gesamte Erfahrungsbild, was man als Mensch hat, prägt. Und man sich dann als ein Teil dieser Illusion sieht, was man als Form ja auch ist. Also jede Erscheinung ist ja ein Teil der Illusion. Alles, was jenseits von Erscheinung ist, jenseits von Form und Nichtform, ist ja das, was wir wirklich sind. So, aber da ist, und das bezieht sich ja auch auf die Frage im Prinzip, die Patrick gestellt hat, da ja auch ganz klar ist, auf einer tiefen Ebene in jedem menschlichen Wesen, dass wir in Wirklichkeit was anderes sind und woraus dann auch die Sehnsucht entsteht und auch überhaupt die Kenntnis von Leid, die entsteht dadurch, dass wir eigentlich immer wieder Kontakt haben zu der Qualität. Und sie es aber nicht richtig einordnen können und wissen, da ist eine Sehnsucht nach etwas, aber sie erfüllt sich nicht, weil eben an der falschen Stelle gesucht wird oder versucht wird, sie zu finden. So, das heißt also, dass es zwangsläufig so sein muss, wann immer man sich, auch egal wie immersed man ist, in welcher Realität oder Illusion auch immer, wann immer man nicht in Kontakt mit sich selbst ist, leidet man. Das ist das Prinzip dessen, jemand zu sein, der sich für jemanden hält, der er nicht ist. Das für sich halten, ist nur bis zu einem gewissen Grad von einem Menschen möglich. Sich selbst sozusagen zu betrügen, zu glauben, das ist wahr und das ist gut und hierin finde ich meine Erfüllung. Das ist nicht wirklich der Fall. Man muss nur die Welt beobachten, beziehungsweise die Menschen darin, wie sie funktionieren darin. Dann sieht man das, dass es so ist. Also auch egal, wie man das für real hält, es bleibt immer das Leid. Soweit jetzt die Antwort auf diese Frage. Ja, es ist immer gut nachzufragen, bevor da irgendwie Unklarheit ist bezüglich eines Begriffes und sich dann nicht zu verstehen. Maike schreibt: Es scheint so, als würde die Person sich gegen die Erkenntnis wehren, dass sie es gar nicht gibt. Wie kann das sein? Wie kann etwas, das ja gar nicht existiert, sich gegen die Wahrheit wehren? Ja, das siehst du sehr richtig. Das ist so im Prinzip. Das liegt daran, dass das Bewusstsein sich eben über viele Jahre von Anfang an damit identifiziert, mit dem, was es nicht ist. Und etwas anderes kennt man dann nicht, obwohl es im Hintergrund immer lauert, aber eine bewusste Kenntnis davon, wie das gelebt werden kann, existiert dann nicht. Und dann versucht man,
das zu verteidigen, beziehungsweise hat nichts anderes außer dieser falschen Identität. Und dann sieht es so aus, als würde eben die Person die ganze Zeit versuchen, nicht glücklich zu sein, mit anderen Worten, also nicht davon zu lassen, nicht die falsche Identität und Aspekte hinter sich zu lassen. Davor ist dann große Angst, weil man denkt, wenn man das, von dem man denkt, dass es das Einzige ist, was man hat oder ist, hinter sich lässt, dann hat man das Gefühl, man ist ausgelöscht, man ist nicht mehr da. Und das ist das Problem dabei. Das Problem dieser intensiven Identifikation mit was auch immer, egal welcher Illusion auch immer, führt dann quasi dazu, dass man leidet und aber darunter leidet und gleichzeitig das verteidigt. Und das ist absurd, dass das so ist, denn man müsste ja, oder wir könnten ja eigentlich jetzt hier davon ausgehen, wer leidet und eine Möglichkeit sieht, damit aufzuhören, nämlich zu durchschauen, wer man wirklich ist oder die Anteile nicht mehr zu bedienen, mit denen man sich fälschlich identifiziert hat. Das sollte doch das größte Interesse sein. Aber wir sehen, die Menschheit hat darin kein Interesse, weil diese Mechanismen so laufen, wie du sie auch gesehen hast. Ich habe sie jetzt ja nicht, ich habe ihnen ja nicht widersprochen, den Argumenten, sondern habe versucht, das nochmal zu erklären. Also liegst genau richtig, ich sehe das auch. Ich sage immer auch, eine Person ist ein Verhinderungsmechanismus für Freiheit. Solange man in dieser Schiene läuft, ist das genau so. Mukunda schreibt: Hi Moni, was ist die Ursache des Leidens? Kann man auch glücklich sein trotz erlebter Trennung? Nicht wenige Menschen scheinen nicht unglücklich zu sein trotz erlebter Trennung. Ja, da kann ich voll zustimmen. So ging es mir in meinen Trennungen. Die waren super. Danach bin ich richtig aufgeblüht, sodass ich auch sehen konnte, okay, da war etwas zu Ende, was davor schon nicht mehr die Qualität war, die danach dann aufgetaucht war. Also absolut gut, wenn man dann sich hinterfragt, was war das alles, was habe ich da gerade gelebt oder wie kam es zur Trennung oder welche Eigenschaften in mir stimmen nicht, welche auf der anderen Seite stimmen nicht oder stimmten nicht. Sich also mit sich selbst auseinanderzusetzen und entsprechende Kenntnisse zu haben und dann zu sehen, dass man aufgrund der neuen Erkenntnisse anders lebt, ein anderer Ausdruck ist. Das ist eine wichtige Erkenntnis, jedenfalls für mich, auch als Hinweis darauf, wenn jemand Angst hat, sich zu trennen und ich dann eher sagen kann, da schau doch mal, welche Vorteile das möglicherweise hat. Dass es zur Trennung kommt, ist ja deswegen, weil irgendwas nicht mehr stimmt. So, aber manche Menschen hängen da so drin und hinterfragen sich selber nicht, dass sie dann denken, jetzt geht die Welt unter, niemand wird mich mehr lieben, jetzt bin ich allein, bin verloren, verlassen und was auch immer. Das oder ungeliebt, schon wieder mal und so weiter. Das ist nun mal eine Frage der Interpretation, je nachdem. Wie man gestrickt ist, wird man das entweder so oder so handhaben und auch entsprechend verkraften. Ich habe nicht nur eine Trennung erlebt, also von daher, und ich lebe immer noch und kann nicht sagen, dass es mir schlecht geht, absolut nicht. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, jetzt trenne dich, damit es dir gut geht. Das ist nicht sinnvoll, das zu sagen. Aber wenn es so ist, dass eine Beziehung nicht wirklich funktioniert, dann ist es, wenn man wirklich alles versucht hat, es zu managen und es nicht klappt, ist es auch wichtig, den Schlussstrich zu machen. Und es hilft immer, sich für sich selbst zu entscheiden. Es ist immer so, dass man darin auch im Universum unterstützt wird. Jemand, der für sich schaut, was stimmt und sich damit in Resonanz zu einer guten Qualität bringt. Der wird in seinem Leben immer wieder erfahren, wie unterstützt er ist. Er und sie. Gendermäßig sie und er. Beides. Ja. Ja, Mukunda ergänzt jetzt vor einer Sekunde: Mit Trennung meine ich die Ego-Welttrennung. Ja, macht ja nichts. Haben wir mal einen kleinen Ausflug gemacht. Ja, die Ego-Trennung.
So, kannst du noch mal bitte vorlesen, dann, damit ich jetzt den Bezug zur Ego-Trennung noch weiß? Ja, was ist die Ursache des Leidens? Kann man auch glücklich sein trotz erlebter Trennung? Nicht wenige Menschen scheinen nicht unglücklich zu sein trotz erlebter Trennung. Ja, das kann man doch eigentlich nur so persönlich sehen, so wie es ausgedrückt ist. So, also gut, dann wir haben ja schon ganz viel heute Abend über das Leid gesprochen. Und Leid ist, wenn man sich natürlich in Trennung empfindet, obwohl man es nie ist, also getrennt von sich selbst. Aber inwieweit das jetzt zur Trennung kommt, Trennung müssten wir jetzt sagen, okay, wir trennen uns vom Ich. Was genauso passend ist in Bezug auf die Geschichte der Beziehungen, wie eben schon gesagt, wenn man sich davon trennt, ist dann das Beste, was einem passieren kann. Aber man hat natürlich auch Angst, sich von etwas zu trennen, von dem man denkt, wenn das nicht mehr ist, dann ist man nicht mehr. So ist es manchmal auch in Bezug auf eine Partnerschaft, dass man dann denkt, dann ist man nicht mehr, wenn jemand anderes geht. So weit kann das gehen in der Identifikation. So, und ja, ein Ich ist ja immer schon in Trennung. Von daher ist die Frage, wenn sie in Trennung lebt, lebt sie ja in Leid. Das ist ja der Grund für Leid, sich als getrennt von sich selbst zu sehen. Und ich glaube, jetzt haben wir die Frage schon von allen Seiten her betrachtet. Und mehr gibt es ja auch nicht zu sagen. Sonst wären wir noch wahnsinnig. Maike schreibt, kannst du noch einmal den Zusammenhang zwischen wahrer Identität und Bewusstsein beschreiben? Ja, die Frage ist nicht ganz richtig gestellt, denn es gibt keinen Zusammenhang zwischen der wahren Identität und dem Bewusstsein. Aber das Bewusstsein kann sich, obwohl es eine Illusion ist, als die wahre Identität erkennen. So, was dann übrig bleibt, ist Bewusstheit und Gewahrsein als Hilfsmittel in der Form jenseits von irgendwelchen Bewertungen und Geschichten und versuchen, irgendwas, was an Informationen aufgetaucht ist, zu manipulieren. Also die Wahrnehmung wird dann durch das Gewahrsein beispielsweise transzendiert. So, das, was du wirklich bist, diese wahre Identität, kennt die Illusion nicht. Also nur die Illusion selbst hat Kenntnis von der Illusion und hat auch Kenntnis von der Wahrheit. Die Wahrheit selbst ist mit sich selbst immer identisch. Da gibt es keine, wie im Bewusstsein, zweite Qualität, die dann sich selbst ihrer selbst bewusst sein kann. Das ist, was ja hier in dieser Welt passiert. Wir selbst als die Bewusstseinsqualität, also die Einschränkung von Wahrheit, kann Kenntnis von sich selbst haben, sowohl als gefangen in dieser Illusion als auch davon frei. So, das heißt also, das Bewusstsein und die wahre Identität kommunizieren nie miteinander, aber sie sind so ineinander verwoben, dass wir sagen können, oder so sage ich das immer wieder, diese wahre Identität durchdringt alles. Und dennoch ist sie nicht identisch mit dieser Illusion oder mit dem Bewusstsein hier. Obwohl sie alles durchdringt, vermischt sie sich nie mit der Illusion, denn die Illusion ist nicht wirklich. Es gibt nur eine Wirklichkeit und das ist diese wahre Identität. So. Also, wie kann sich das, was nicht wirklich ist, so, zwar so erscheint, aber nicht wirklich ist, wie kann sich das mit der wahren Identität zusammentun oder kommunizieren? Nicht möglich. Damit haben wir aber auch keine Trennung, die man daraus schlussfolgern könnte, weil es ja nur diese eine Qualität der Wahrheit gibt und die andere ist, wie gesagt, eine Illusion. Eine Illusion ist etwas, was nicht ist, kann man nicht oft genug betonen. Und es ist für das Bewusstsein selbst kaum nachvollziehbar, was wir hier gesagt haben, nämlich dass etwas, was so real erscheint, wie das hier, die ganzen Objekte und diese Form darin, dass das eine Illusion sein sollte. Es ist aber so. Ist nicht wirklich.
Im nächsten Moment schon wieder in sich zusammengefallen und dann wieder zusammengefallen und wieder aufgetaucht und wieder zusammengefallen. Also wenn man genau schaut und das in tiefer Meditation ist, keine Kenntnis von einer Welt. Elisabeth schreibt, danke Moni für dein Sein. Mukunda schreibt, ich weiß nicht, wie es ist, mich nicht als getrenntes Selbst zu erfahren. Die Ursache des Leidens scheint schwammig und wechselnd. Darum die Frage. Die Frage nach der Ursache des Leidens. Ja, die Frage ist ja beantwortet, dass eben die Idee, jemand zu sein, der man nicht ist, dazu führt, dass man leiden muss. So wie wenn du sagst, ich bin kein Mensch, ich bin, was weiß ich, irgendwas anderes. Und dann so tust, als wärst du das. Oder eben denkst, du bist Napoleon. Das ist nichts anderes, als dass man denkt, dass man eine Person ist, grundsätzlich, die man niemals ist. Und wie es ist, ungetrennt zu sein, mach die Augen zu. Mach einfach die Augen zu und sei still. Und dann wirst du sehen, dass es überhaupt keine Grenze gibt. So simpel ist das. Es gibt keine Grenzen, es gibt keine Trennung. Es ist eine Illusion, dass es die geben könnte. Und das macht uns zu schaffen. Das ist das Einzige, was uns zu schaffen macht. Gisela schreibt, im gegenseitigen Einverständnis der Trennung beider Partner bin ich mir sehr nah und mir treu. Ja. Maike schreibt, vielen Dank, lieber Moni. Ja, gerne. Wir sind durch, oder? Ja. Könnte man zum Schlusswort kommen? Könnte man. Danke, liebe Bela, für das angenehme Sein und das Vorlesen, die Geduld. Und danke, Deva Seto, im Hintergrund für all das, was du immer leistest für uns alle. Und danke euch allen, die ihr hier heute Abend seid, wart, noch seid. Danke für die Wahrheit. Und habt ihr noch mehr Lust dazu oder darauf, dann geht auf meine Webseite, die heißt www.moni-satsang.de. Da sind alle Infos dazu, was in nächster Zeit passiert, inklusive Online-Satsangs, Meetings in Ronneburg bei uns zu Hause und auch das nächste kommende Retreat, das Sommerretreat, was in gut 2 Wochen ist, 7 Tage in Stille, in Wahrheit und Glückseligkeit im besten Falle. Herzlich willkommen auch dazu und vielen Dank für euer Dasein. Dankeschön für Satsang. Dankeschön.